Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und dein Geist. Bitte nehmt Sie Platz. Liebe Schwestern und Brüder, ein für Trier schrecklicher Tag geht zu Ende. Fassungslos und traurig sind wir an diesem Abend hier im Dom und in anderen Kirchen unserer Stadt versammelt. Nicht nur Trier steht unter Schock angesichts der brutalen Gewalttat, die sich heute am frühen Nachmittag in unserer Innenstadt ereignet hat. Wir denken zuallererst an die vier Toten, die einer blindwütigen Tat zum Opfer gefallen sind, und wir denken an ihre Angehörigen. Wir denken an die zum Teil schwerst verletzten Menschen und wir beten für ihre Genesung. Wir denken an diejenigen, die in unmittelbarer Nähe die Amokfahrt miterlebt haben und dadurch traumatisiert sind. Mit Dankbarkeit denken wir an diejenigen, die vor Ort waren, die unmittelbar Hilfe geleistet haben. Wir denken an die Rettungskräfte der Feuerwehr, den Sanitätsdienst vor Ort und in den Krankenhäusern, die Polizei, die Notfallseelsorge. Noch gibt es für die furchtbare Tat keine Erklärung. Gerade deshalb wollen wir in diesem Gebetsgottesdienst auch unsere Fassungslosigkeit, unserer Sprachlosigkeit und unserer Trauer Ausdruck verleihen, indem wir uns an Gott wenden, den Herrn des Lebens. Wir vertrauen ihm die Opfer dieses Tages an, die Toten, die an Leib und Seele Verletzten, aber auch uns selbst mit unseren Gefühlen, unserer Hilflosigkeit. Wir suchen Hilfe bei dem, den wir gerade in der Adventszeit immer wieder anrufen, als den starken Helfer in der Not.